Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Part Jump Force, den ich jetzt etwas kürzer halten werde, so 20 Minuten oder so. Es ist 7 Uhr in der Früh, ich habe die ganze Nacht aufgenommen. Yay. Wundert mich, dass ich noch so wach bin. Missionen. Gib mir mal 2 oder so oder 3, nachdem wie lange ich brauche. Dann ist es auch gut. Was? Hier gibt's 3 blaue Missionen? Na super. Schwert der Kälte, Strahl des Lichts. 3 blaue. Wir haben ja eben gesehen, wo in der Folge vorher, wo die blauen Missionen dann wieder hinführen. In ewig lange Sequenzen, die ich nicht unterbrechen kann. Hallo Ichigo. Ichigo, hier ist jemand, der dich sehen will. Der mich sehen will? Hi. Ichigo, ich bin froh, dass es dir gut geht. Lange nicht gesehen. Was, Rukia? Wie geht's dir? Gott, ist der groß. Sei still, ich war fast krank vor Sorge. Tut mir leid, aber es ist viel passiert. Ist das deine Freundin? Das war mir nach einem Blick in die Runde hier klar, aber du hättest dich trotzdem melden können. Tut mir leid, dein Wiedersehen zu stören, aber die nächste Mission wartet auf dich, Ichigo. In Hongkong wurde eine große Menge Venoms gesichtet. Ich würde euch bitten, euch das anzusehen. Ah, sie kommt mit, oder wie? Schätze mal, ist deine Freundin? I don't know. Wie hast du eigentlich die Umrasbasis gefunden, Rukia? Ich dachte, dieser Ort wäre dimensionsverschoben und nicht zu orten. Ein Mann namens Sanji hat mir geholfen. Sanji konnte einer schönen Frau noch nie etwas abschlagen. Woher weißt du das so gut, Ichigo? Hast du was gesagt? Nicht so wichtig. Er hat mir auch eine seiner privaten Piratenlunchboxen gegeben. Klar, der würde dir alles geben, wie jeder Frau. Genau genommen habe ich einen köstlichen Nachmittagssnack eingenommen, den er für mich und Angela zubereitet hat. Angela? Oh, du meinst das gerettete Mädchen ohne Gedächtnis. Ja, sie schien eigentlich ganz nett zu sein. Sie hat gesagt, sie sei noch neu. Kenne die Basis nicht so gut und habe kaum Freunde. Habe kaum Freunde. Oi. Hi. Darf ich jetzt mal gegen dich kämpfen? Oder wahrscheinlich nicht, so wie sie da... Oh nein. Jetzt wird sie... alles. Wie? Was ist los, Rukia? Mandy, habe ich dich gefunden, der falsche Ichigo. Rukia, was ist denn los mit dir? Ich bin der richtige Ichigo. Du musst unter dem Einfluss des schwarzen Kubo stehen, aber keine Angst, Rukia, ich rette dich. Einfach so, die grüne steht da rum, macht einmal, pustet einmal schön und dann ist die sofort da drin in dem Bann. Das ist ja super. Wer kennt es nicht? Kann ja jedem mal passieren. Alter, wie viel Schaden. Ja, okay. Begrüßen von Sanji. Ist schließlich seine Attacke. Das lese ich nicht mehr vor, ist immer das Gleiche. Nanu, Ichigo, wo bin ich? Warum tut mir alles weh? Solltest du eher fragen.
Das ist also passiert. Tut mir leid, Ichigo, wenn ich nicht die Kontrolle verloren hätte. Vergiss es, die Hauptsache ist, dass du in Sicherheit bist. Aber mir wäre es lieber gewesen, wenn ich keine Freundin hätte angreifen müssen. Ja, ich hoffe, dass sich das nie wiederholt. Ach, keine Freundin. Also ist sie nicht seine Freundin. Okay. Ist eigentlich auch nicht wichtig, aber wenn eine Frau zu einem Mann sagen würde, dass sie sich echt mal melden können, dann denke ich in erster Instanz das. Ich weiß nicht warum, aber ist so. Wenn man aber genau drüber nachdenkt, kann man auch sagen, hey, die sind einfach nur gut befreundet und die macht sich trotzdem Sorgen. Also würde ich mir bei meinen besten Freunden halt auch Sorgen machen oder überhaupt bei meinen Freunden, wenn sie mir sehr wichtig sind. Scharlachrote Augen. Deine roten Augen machen mich so sentimental. Also jemand rote Augen hat, sollte er entweder weniger drin rumspielen oder mal schlafen gehen. Die nächste Mission ist top secret und wir haben vermutlich keine Zeit zu verlieren. Würden Sie bitte zur Sache kommen? Die Sprüche kennen wir schon. Nun gut, wir haben den Kontakt zu... Was? Kurapika verloren. Kurapika ist unser Freund. Er ist vielleicht nicht hier in der Basis, aber wir stehen immer in Kontakt. Er ist ein großartiger Hunter, genau wie Killua und ich. Ich habe ihn damit betraut, jedes Gebiet zu infiltrieren und Informationen zu sammeln. Nachdem wir seine Reisedaten untersucht haben, kennen wir jetzt seine ungefähre Position. Ich möchte gerne, dass ihr euch sofort dorthin begebt. Wenn die Karte stimmt, sollten wir ganz in der Nähe sein. Oh, hi. Kurapika, Alter, was ein Name. Gon, das ist eine Falle. Oh. Hallo. Ach nee, der gehört zu Hunter. Ist es Hunter X Hunter, glaube ich? Hisoka, du steckst also dahinter. Oh, der komische Typ aus Paris. Jasmin, ja, wir müssen Kurapika aufhalten. Ja, und den anderen da mit dem... Der komische Typ, der mich befummeln wollte. Ihr seht so lecker aus. Nicht für dich. Ja, und gleich kommt er wieder an, will mir kuscheln, der Kerl. Ins Kreuz, Alter. Ins Fressbrett, Junge. Du denkst, du kriegst mich klein, das ist komplett. Eva und tschüss. Ach, das ist so eine. Die Wutattacke ist so eine Kontersache. Wenn man die auflädt und der andere Garter den Moment angreift, dann wird das ausgelöst. Okay. Good to know. Hisoka, warte. Du brauchst ihm nicht zu folgen, Killua. Das ist nur eine Kopie. Jasmin, kannst du dich um Kurapika kümmern? Ich habe den zwar nicht angegriffen, weil nur der andere da war, aber egal. Kurapika, ich bin so froh, dass du okay bist. Tut mir leid, das war wirklich knapp. Was hat er da an der Hand? Erinnert mich ein klein wenig an Alexa. Also Alexa Bliss. An etwas, das sie mal an ihren Händen hatte. So ein... ja... Na, egal. Jetzt wissen wir endlich, was Hisoka die ganze Zeit getrieben hat. Wie erwartet ist er mit den Venoms in Kontakt gekommen. Ja, aber erst seit kurzem. Denkst du wirklich, dass er sich den Venoms anschließen würde?
Bei Hisoka kann man das nie so genau wissen. Das stimmt. Nun, Kurapika, warum folgst du uns nicht in die Basis? Es ist gefährlich, Hisoka allein zu verfolgen. Ich gebe zu, das war wirklich ganz schön knapp. Und außerdem müssen wir uns jetzt Hisoka und seinen Kopien stellen. Und zwar gleichzeitig. Ich will gar nicht dran denken. Direktor, habe ich Ihre Erlaubnis, in der Umbras-Basis zu bleiben? Aber natürlich. Von jetzt an können wir alle gemeinsam kämpfen. Ja, danke, das werden wir. Schätze mal, um das Video voll zu machen, muss ich doch noch eine blaue Mission machen. Vielleicht sind das wieder so spezielle Missionen für alle drei Anführer der Truppen. Hier Naruto, Goku, Ruffy. Boah, wie sieht denn der neben mir aus? Cool. Sunman. Ach, Jeff spielt auch Jump Force. Jetzt weiß ich auch, warum der gerade nichts zu tun hat. Aber gut, egal. Ach, hier gibt's noch eine rote Mission. Hilf Piccolo und Ichigo. Schon wieder Ichigo, der verfolgt mich gerade. Gut, dann helfe ich dem mal. Wen triffst du, Ichigo? Piccolo. Beide? Oh, scheiße. Hey, du dumme Schnepfe, misch dich nicht ständig ein. Wie wär's, wenn du selber mal kämpfst und bist du feige, ne? Wenn ich dir sonst dein grünes Näschen poliere. Also, ich darf mir noch ein Team zusammenstellen. Na dann, klar, nehme ich mal meine. Yugi. Und ihn hier. Den fand ich ja schon cool, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Seto geht ja nicht, leider. DLC-Charaktere haben es aber auch nicht gerade so prickelnd hier. Aber klar, Seto hat nichts mit der eigentlichen Story zu tun. In den freien Missionen ist er wählbar, sonst nicht. Schade. Na gut. Ich hab mich doch gewehrt, Junge. Was ist das? Oh, come on. Ist nicht so, als hätte ich geblockt. Diese Mischten da hinten. Scheiß Piccolo. Thunderhorn!
Scheiße. Was ist das für komische Bälle, die der da macht? Ja, ja, weiter. Dem kloppe ich aufs Maul jetzt. Scheiß auf Yugi. Der braucht hart auf die Nuss, der Typ. ...50% des Let's Plays bestehen aus Ladezeiten. Yay. Jetzt will das deiner Oma, du Scheißkerl. Jetzt ist Feierabend. Alter, Yugi hat gegen ihn echt keinen Stich, oder ich bin einfach zu schlecht. Dann wäre das gar nicht erst passiert, weil da traut die sich nicht hin. Piccolo und Ichigo までが Cosmic Cube に操られたと。突然、自分が自分ではなくなった。すまない。Piccolo! おめえらだけじゃねえ。実は、オラとチームを組んだ仲間にも同じことが起こったんだ。そいつは元は現実世界の人間だったやつだ。悟空のおっちゃんのところでもか？おめえのとこもなんか？ルフィ、おめえはどうだ？俺のところはねえぞ。そっか。同じタイミングに複数の場所でキューブに操られる事案が起きている。Wir hatten noch keine Vorkommen sehr, das kommt wahrscheinlich noch, Ruffy. コズミックキューブに自らの悪意を注ぎ込んでいると思ったが、カインの他にも黒い本を持つ者がいるのかもしれない。そういえば、ナメック星で見たあの女。以前、報告を受けた女のこと。確かに考えられるな。推測の域を出ないが、黒い本は複数存在し、それを持つ者も複数いるということかもしれない。この件は私の方で調査を進める。みんなも十分注意してくれ。や。ライツ、安心してくれ。僕は何者にも操られていないから。君は間近で見たんだろう。仲間たちが何かに操られたところを。僕は今回の件の原因がベースキャンプにいるある人物にあると睨んでいる。初めて会った時に言った通り、僕は強靭な肉体も凄まじいパワーも備えてはいない。ただ
Ja, dass du verdammt schlau bist, weiß ich. Ja, was? Vielleicht will er mich ja irgendwie warnen. Mädel, du bist doof. Ich soll spitzeln, das ist das, was du mir sagen willst. Du bist immer noch süß, ne? Aber ich weiß, was du, wie du drauf bist. Ich will mit dir eigentlich nichts zu tun haben. Ich lass mich nicht nochmal von dem Kerl blenden, weil er gut aussieht. Diesmal gucke ich besser hin. Von Anfang an. Never again. Freunde. Wenn man mit ihm befreundet ist, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oh mein Gott, ich bin mit Light Yagami befreundet. Ich will nicht. Wir haben lauter blaue Ausrufezeichen. Die haben alle mit den Dingern hier zu tun. Aber rote sind da auch, das ist bei Raffin. Sans? Da unten steht Sans. War klar, dass hier was kommt. Hoffentlich muss ich nicht gleich auf eine Mission. Vegeta, okay. Hey, sag nicht meinen Namen so leise. Obwohl er nichts gesagt hat, aber ich hab's mir vorgestellt. Ja, vor allem Vegeta macht ganz viel Spaß. Jeder, der kontrolliert wurde, hat vorher mit Sanji Kontakt. Du nicht, mein Freund, du warst der Erste. Du willst, dass ich Sanji irgendwie ausspielen? Ich bin eine Frau, ich könnte sicher schnell was aus ihm rauskriegen. Hat ja dasselbe Urteil wie ich, würde ziemlich rollen. Es kann doch keine Verbindung haben mit Sanji, das geht doch gar nicht. Wo ist Sans hin? Oh nö. Oh Mann, Sans ist weg. Hey Sanji. Hi. Hi, Sanji. Guck mal genau hin. Sag mir alles, was du weißt. Okay, Lieben, ich beende den Part hier. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Jump Force. Bis dahin, ihr Lieben. Keep on playing.